Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sengoku Dynasty. Genau. So, das haben wir genug herstellen. Es war, glaube ich, Knoblauch. Ja, das ist das Einzige, was wir machen können. Ja. Okay, dann packe ich das noch schnell ins Lager. Zwei Werkzeuge. Hier, Jagdhütte. Ah, Messer wird gebraucht. Dann machen wir es halt so. Uns fehlt Stroh. Was? Wir haben keinen Stroh mehr? Sieht so aus. Also, wir verbrauchen auch viel Stroh. Okay. Gut, das ist hier kein Problem. Kein Werkzeug hier. So. Ja, also, wir müssen Gesundheit, sind wir dran, und Spiritualität. Uns fehlen also Leute. Ja, wie immer. Genau, wir waren ja dabei. Das heißt, es fehlt an Häusern, das heißt, es fehlt an Holz, das heißt, es fehlt an allen anderen. Mhm. So. Das hier, dieses Feld muss dann weggemacht werden. Aber erst im neuen. Nicht ja, im neuen Saison. Okay. Ja, das Petersilienfeld. Gut, ja. Dann müssen wir unser Dorf ein bisschen schöner machen. Was? Das ist nicht schon schön genug? Das Zeug einfach zusammengeklatscht. Was? Tja. Das Problem ist, man kann nicht einfach sagen, die Häuser einfach mal mitnehmen, sondern man muss ja alles irgendwie immer irgendwo hin verschieben. Ja, du kannst sagen, verschieben, das ist gut. Finde es super. Aber du kennst ja das Problem. Ja. Das Haus verschwindet nicht. Okay. Das Haus verschwindet ja nicht einfach so, sondern. Nee. Nee. Was ich sagen wollte ist, das Haus, das du packst, verschwindet ja nicht einfach. Es bleibt noch da, deshalb kannst du es nicht einfach um 2 Meter verschieben, weil das Haus ja noch als angezeigt wird, als wäre es noch da, obwohl es das Haus ist, das du verschieben willst. Was ja ein bisschen scheiße ist. Bisschen, ja. Und wenn ich die Entwickler wäre oder ich einen Tipp geben könnte an die Entwickler, würde ich sagen, es wäre gut, wenn man Häuser platzieren will, dass man so eine Vogelperspektive kriegt oder so. Oder dass man die Perspektive ein bisschen ändern kann. So dass man von oben sehen kann, so anlegen, damit man Häuser nebeneinander platzieren kann. Und so weiter und so fort. Gut, der Bettler, was hat er? Sachen, die brauche ich aber nicht. Moment. Gut, muss kurz. Es ist echt blöd, dass wir nichts zurückbekommen, wenn man Sachen abreißt. Es wird reichen, wenn wir die Hälfte zurückbekommen von dem, was man da reingesteckt hat. Okay. Weißt du, was gerade seltsam ist? Was? Wir haben Kerzen. Und ein Stapel kann höchstens 250
Kerzen haben, oder? Das kann sein. Im Lager wahrscheinlich, ja. Ja, und im Lager haben wir 253 Kerzen. Auf einen Stapel? Ja. Magie? So viel denke ich mir auch. Steht sogar noch da mit einem Stapel, wie groß der maximal sein kann. Hm? Steht das sogar noch da, wie groß der maximal sein kann? Ja. Oh, wir haben keine Steine mehr. Ja. Ich bin gerade am Schauen, was gut wäre für unser nächstes. Die bauen ja Stein ab, also. So. Wo haben wir es? Hier. Bergarbeiter. Einmal Stein. Das heißt, 187 Stein wird produziert. Und Ton wird auch hergestellt. Also, wie viel Ton haben wir? Wir haben nicht nur Ton, wir haben Sound. An Tagen wie diesen weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. So, Arbeitsplätze. Für was wird Ton gebraucht eigentlich? Kann ich dir das sogar einmal sagen. Und man muss die Dinge ein bisschen besser ordnen können. Die Arbeitsplätze. So, mal eben ein bisschen Stein gefarmt. Ja, das ist gut. Ich frage mich, ob die Dorfbewohner mit den Feldern einfach am Ende vom Tag, wie halt alle anderen, die bestimmten Sachen produzieren. Mit wie viel Felder sie halt zugewiesen haben, also halt maximal 25. Ja. Oder ob die wirklich warten müssen, bis das Zeug erntereif ist. Ich glaube, am Ende des Tages einfach. Oh, das sind Gelfpilze. Oh fuck, okay. Hast du dich fast umgebracht, oder was? Nee. Ich habe gewisse Leute losgeschickt, Pilze zu sammeln
Und das sind alles Giftpilze. Ah. Und für Rezepte braucht man essbaren Pilze. Hm. Gut, dann werde ich dafür sorgen, dass sie jetzt Das kommt davon, wenn man, ja. Ah. Ich dachte, oh, von den Pilzen, die kriegt man am meisten. Gut, dann sorge ich dafür, dass die gesammelt werden. Hm. Little did he know. Ja. Es war leider nicht so einfach. Jetzt fängt es auch noch das Regnen an. So, wie lange tut es jetzt? So. Das muss besser gemacht werden, die Arbeitsplatzliste. Nur Scheiße gemacht. Ich muss sagen, ich finde es echt cool, dass die meisterhaften Sachen so lange halten. Mhm. Und wenigstens mal was machen, ohne dass wir die ganze Zeit, wie ich ja sein Werkzeug nachschauen muss. Ja. Und es scheint so, als würde es auch länger dauern. Bei den anderen, also bei der Herstellung. Dass es nicht alles auf in einem Tag verbraucht wird. Hm. Okay. Gut, machen wir alles Steckepilze. So, ich habe mal die Mauer wegen anders gezogen, beziehungsweise das ist so eine Steinmauer gemacht. Ja. Komm, es mir gleich anschauen. Musst du dir auch gar nicht anschauen. Ne, ich will es mir anschauen. Okay.
Hier auch gleich Holz hacken. Da oben. Das ist also hier die Mauer. Fertig gezogen. Ich habe die Holzmauer weggemacht und dafür Stein gemacht. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Na, wenn du das sagst. Ich sage es und es stimmt auch. Oh, keine falsche Bescheidenheit. Hey. Und die Frage. Was war ich dort für Schaufel? Ach ja. Aber ich habe mich gefragt, wollen wir die Mauer bis hier? Oder wollen wir das dann noch ein bisschen weiter nach oben schieben? Warte. Lass mich kurz was schauen. Oh, was baust du hin? Das ist nur, um zu sehen, wie weit das Dorf gehen kann, sozusagen. Ja, weiter. Das geht noch weit. Ganz da oben, ja. Bis hierhin. Genau. Also theoretisch könnten wir bis hierhin die Mauer ziehen. Ja. Siehst du hier? Der Weg ändert sich. Da ist die Grenze. Ah ja. Wir könnten also von hier unten das einfach so hier so drüber ziehen. Oder. Ja. Ja, ist halt die Frage, was wir hier auf dem Hang überhaupt hinstellen wollen. Wollen wir da Häuser hinstellen oder was anderes? Ich würde sagen, ja. Und hier gibt es ja eine Fläche, die flach ist. Also könnten wir hier auch noch anderes Zeug hinbauen. Ja. Naja, jetzt steht die Mauer schon. Also erstmal wird das nichts. Ja, das können wir immer noch verschieben. Später einmal. Waren auch nur 250 oder 270 Steine. Ja. Hast du gut gemacht. So. Was ist eigentlich für Zeit? Was ist? Zeit. Im Spiel meine ich. Irgendwas zwischen Mittag und Abend. Okay. Hier war das Katana, aber was war hier? Es kam nach der Schaufel. Was auch noch ziemlich cool wäre, ist, wenn man jetzt zum Beispiel hochwertiges Holz nimmt anstatt normalen Holz, dass dann die Werkzeuge sozusagen einen kleinen Haltbarkeitsbonus bekommen. So von 10-20% oder sowas in der Art. Nicht viel, aber wäre halt cool, wenn es das gibt. Ich weiß, was du meinst. So, was wir noch machen müssen, ist die Papierhütte. Ja. Haben wir überhaupt Papierholz? Das kann man dem Holzfäller sagen. Er soll suchen gehen und das macht er dann. Ach so, okay. Das ist also kein Problem. Man kann das ja auch mit dem Dings machen. Hochwertigen Zeug.
Wenn du hochwertigen Holz halt, ne? Ah, kurz mal. So, ordnen. Und ich weiß nicht, ob es schon überhaupt einen Unterschied gibt, was es überhaupt bringt, hochwertige Nadelbäume, also Bretter und so daraus zu machen. Ja, das werden wir wahrscheinlich so schnell auch nicht erfahren. Und wir müssen noch eine Rüstkammer bauen. Oh ja. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Häuser dann vielleicht länger halten. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht erst in dem Game implementiert ist, aber dass die Häuser vielleicht nach einer Zeit verfallen. Und wenn du es mit hochwertigen Sachen machst, dass sie länger halten. Ja, es gibt ja bei den Bedürfnissen Instandhaltung. Genau das meine ich. Ich glaube, hier Instandhaltungsmaterialien werden dazu benötigt, damit deine Dorfbewohner alle notwendigen Reparaturen an ihren Häusern und Arbeitsplätzen durchführen können. Mhm. Um Instandhaltungsmaterialien zu produzieren, kannst du Holzfäller anheuern, die Bretter herstellen, Bergarbeiter, die Ton abbauen oder Stein in Bergbauposten schlagen. Die aktuelle Produktion der Lagerbestände von Instandhaltungsmaterialien tendiert dazu, für eine Zufriedenheit der Stufe zufrieden zu sorgen. Ah, die aktuelle. Ja. Also im Moment sind alle zufrieden, die Gesundheit ist ja auch, ja. Und dann Spiritualität, auf das will ich dann bald hinarbeiten. Oder auf das wollen wir hinarbeiten, oder? Ja. Dafür brauchen wir Leute, die uns diese dämlichen Statuen bauen. Ich glaube, ich genug Holz, Dynastie, Arbeitsplätze, so, bevor der Tag abläuft. Nein. Ich habe bei den Straßen noch Tore platziert, ganz außen. Du wirst da schon mal ein Ding haben. Jetzt haben wir nur die Materialien, um die Dinger zu bauen. Oh, wir haben fast keinen Bambus. Okay. Oh, keine Baumstämme. Hast du gerade Baumstämme herausgenommen? Nein. Okay. Und ich habe gerade Baumstämme besorgt und die dann verteilt. Das ist gut. Die Sachen, die sie rausgenommen haben, sind weg, solange sie... Das ist gut. Und du kannst entrindeten Baumstämme nehmen. Das ist das gleiche wie normale Baumstämme, nur dass es keine Rinde hat. Ist auch sein Vorteil. Ja, okay, bringt. Wir haben einen einzigen. Wow. Sorry, der Herr braucht also mehr. Ja. Tschüss. Oh, bist du gerade dabei, einen Tori zu bauen? Ja. Na gut. Ich baue es ab. Wie gesagt, halt an den ja, an das den Grenzen unseres Gebietes. Ja. Du hast schon etwas dran gebaut. Ich baue es ab. Wieso? Weil man
dass eine Tori, das weiter unten war, einfach nach oben verschieben kann. Oh. Ja. Da war was, stimmt. Das ist also kein Problem. Die Mauer können wir leider nicht verschieben. Wäre schön. Ja, das wäre echt schön. So. Eingebaut. Und jetzt die Spitzhacke nehmen. So. Ich glaube, der Mauer gefällt das wahrscheinlich nicht. Ja, okay. So. Ja, das Spiel wurde nochmal gespeichert. Gut. So. Jetzt noch mal bei den Arbeitsplätzen vorbeischauen. Oh Mann. Ist irgendwie blöd. Das musst du mal hier anschauen, oben beim Tor, wo du versetzt hast. Kommen wir gleich. Aber vielleicht. Aktuelle Jahreszeit ist bald zu Ende. Okay. Ja. Okay, jetzt sehe ich mal. Vielleicht habe ich einen Fix gefunden. Nein. Naja. Okay, sieht eigentlich gut aus. Wir haben sehr viel Holz. Das ist gut. Ja, das wird wohl nicht anders gehen. Okay, nochmal. Ich komme. Was ist passiert? Stell doch den Mist an, weil es eben so schräg ist, kann man die Mauer nicht gescheit hinbauen. Ja, nimm den Hammer in die Hand. Ja, ja. Oh. Ja. Okay. Ist einfach blöd. Ich weiß nicht, kannst du den Weg hin wegen da weiter in die Mitte versetzen? Und dann könnte das Ganze vielleicht wieder funktionieren. Okay, Moment. Brauchen wir den Weg mal ab. Und verschieben mal das Tor. So dahin, wo du willst, dass es hingeht. Erst muss ich es dahin verschieben. Ja, warte, bevor du es verschiebst. Warte, bevor du es verschiebst, schaue, wo die Mauer hin muss. Nee, die Mauer, die würde ich dann, die kannst du erstmal ignorieren.
Das soll sich nach dem Tor richten eben. Ja, ja. Ich will, warte. Baue die Blaupause so, dass du sehen kannst, wo die Mauer gerade wird. Genau. Also muss man halt. Hier dann irgendwo das Ding hinsetzen. Ja, dann stehe ich mal da, wo es aufhört. Dann kann ich die Mauer kurz abbauen. Oder? So. Jetzt probier es zu verschieben. Oder warte, das ist auch gerade, oder? Ja, eigentlich schon. Dann können wir den aber Teil hier. Das geht trotzdem nicht, weil die Maus sonst zu hoch ist und dann kann man das Ding dann nicht platzieren. Das ist ja der ganze Bullshit. Okay. Dann mach ich mal den Weg. Sieht schon besser aus. Oh mein Gott, man kann hier nicht durchlaufen, wenn man, wenn man normal gerade ausschaut. Ah. Das hast du aber einen anderen Weg genommen. Ja, habe es gerade gemerkt. Gut, dann wird das abgebaut. Wenn du hier gerade ausschaust und durchlaufen möchtest, geht's nicht. Ja, hab's gemerkt vorhin. Du musst etwas nach unten schauen. Gut, dann platziere. Ach verdammt, hier ist ja noch. So, jetzt aber. So. Sieht schon besser aus. Ja. Man sollte sich jedes Mal den Kopf anstoßen, wenn man hier rein will, aber naja. Wir müssen eh nicht so oft draußen rein. Ah, hast du hier auch schon hingebaut? Irgendetwas? Hier. Was, wo? Hier. Warte, bei diesem Tori da unten. Was habe ich da gebaut? Ob du da auch schon was gebaut hast? Also, sonst baue ich das ab und platziere das da darüber. Ja, verschieb's. So, dann mache ich auch noch den Weg. Die Frage ist, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wollen wir es bis hier und hier auch nochmal ein Tor hinbauen, oder? Mhm. Dann bauen wir es so hier hin entlang. Ah, ist ein bisschen blöd, ne? Ich hätte es eigentlich gerne hier bis hierhin eine Mauer hingebaut, aber das ist natürlich genau außerhalb vom Gebiet. Okay. Weißt du, dass die Mauer einfach hier noch hingeht und dann ist halt hier die Felswand sozusagen. Bisschen schade, ein bisschen schade. Ja, verstehe. Dann würde ich hier so, hier, dann bis hierhin. Irgendwie. Und dann von hier rüber. Zack.
Damit der alte Fischer Heißt, immer noch. hierhin oder was? Also bis hierhin ungefähr. Aber dann machen wir hier so eine Krümmung hier oben. Ja, hier und dann von da hier rüber. So oder was? Ungefähr, ja. Und dann von hier oder so darüber hier. Ungefähr hier hin, ja. Oh, Alter, sieht das scheiße aus. Ha? Hier der Durchgang. Ja. Oh Mann. Und was gibt's denn das wegen so Tore? Gibt's das kleine Tor? Strohtor? Hm. Du kannst doch nicht wirklich ein gescheites Tor hinbauen. Leider. Du müsstest sozusagen hier das Tor hinbauen. Aber das geht nicht, weil hier denen seine vorgefertigten Sachen sind. Mhm. Ich glaube, der muss außerhalb sein. Du musst draußen schlafen. Ich will eben nicht, dass er draußen schläft, sonst. Wie sieht das aus? Tja. Aber es geht halt nicht anders. Oh, und wir sind bei 36 Minuten. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge, oder? Ja. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.